und möchte Ihnen heute eine Präsentation halten. Ja, was wir heute vorhaben, ich werde eine Kurzpräsentation zu der Technologie selbst machen. Dann werde ich die News von den letzten zwei Wochen erzählen und dann kommen wir zur Frage- und Antwortenrunde. So, zu der Skyway-Technologie. Zuerst erzähle ich ein paar Worte zu dem Erfinder der Technologie. Sein Name ist Anatolij Eduardowitsch Junitski. Er ist ein bekannter Wissenschaftler in Fachkreisen und zurzeit jetzt allgemein auch in der ganzen Welt sehr bekannte Persönlichkeit. Man findet in jeder Sprache bestimmt irgendwelche Berichte über Anatolij Junitski. So, der ist Autor von sehr vielen Erfindungen. Ja, einige seiner Erfindungen wurden patentiert. Auch einige davon gehören zu der Skyway-Technologie. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR für Astronautik und einer russischen Akademie für Naturwissenschaften. Seine Idee der Entwicklung der Skyway-Technologie hatte er schon vor ungefähr 50 Jahren bekommen. Ja, und seitdem forscht er schon an dieser Idee. Und einen richtigen Schub hat er bekommen, als er verstanden hat, dass er sein Heimatdorf verloren hat wegen der Tschernobyl-Katastrophe. Das hat ihm wirklich Kraft gegeben und er hat gesagt, ich werde mein Leben dafür aufopfern, dass ich ein System entwickle. Er kommt ja aus der Transportbranche, dass ein Transportsystem entwickle, was sehr effizient ist und umweltfreundlich ist. Wir wissen ja, ungefähr 25% der Umweltverschmutzung kommt aus dem Transport. Hier auf dieser Folie sehen wir die Entwicklung von dem Projekt. Angefangen hat es also 78, wo er wirklich Schritte gemacht hat, dann aktive in der Technologie. Der hat angefangen, damit zu forschen und Versuche zu machen. Das hat er aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft gemacht. Und 2014 war er dann soweit, dass die Technologie auf den Markt gehen könnte. Also hier in 2014. Und da begann halt das Design von den Massenanfertigung, Design von den Fahrzeugen und Design von den Schienen und so weiter, alles was dazu gehört. Und das verbraucht natürlich viel mehr Finanzen als allgemeine Forschung. Ja, und deswegen haben wir auch 2014 die Vollfinanzierungsaktion gestartet. Ja, ab 2014 fließen die Gelder von der ganzen Welt in das Unternehmen und damit finanziert man die Entwicklung. Ab 2015 haben wir angefangen, den Ökotechnopark zu bauen in Marina Gorka in Weißrussland. Ja, danach hat man die verschiedenen Fahrzeugtypen erstellt, auch die Bahnstrukturen auf dem Testfeld, dem Ökotechnopark. Und die Markteinführung war geplant ab 2017, 2018. Und wir sind jetzt gerade mittendrin dabei. Hier sehen wir, wie das Ganze angefangen hat. Also grüne Wiese eigentlich. Und so sieht das heute aus. Hier sieht man das kaum übrigens, ja, weil die ganzen Bahnstrukturen sind auch dabei, aber weil sie ja so schlank sind, da sieht man da kaum. Auch hier und hier kann man das ein bisschen sehen. Wir haben Fertigungshallen, wir haben Ingenieursbüro, also Entwicklungsbüros. Und ja, also es hat sich rasant entwickelt in den letzten Jahren. So, das ist die Folie zum Ökotechnopark, wie der ausschaut. Also das war der Plan. Ja, und das ist, wie das jetzt in Wirklichkeit ausschaut. Also ziemlich genau haben die das auch verwirklicht. Ja, da unten stehen die Kenndaten von dem Ökotechnopark. Ungefähr 240 Millionen US-Dollar sollte es kosten. Man hat es aber günstiger hingekriegt. Finanziert wird das Ganze aus der Volksfinanzierung. Und Zweck ist von dem Ökotechnopark ist die Umsetzung, Zertifizierung und die Demonstration der Skyway-Technologie. Der umfasst ungefähr 36 Hektar. Was wir sonst noch haben, und das kam kürzlich dazu, wir haben wir sind im Bau von einem Skyway-Innovationscenter in Sharjah, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, das hat man vor ungefähr 2 Monaten bekannt gegeben, aber die Arbeiten dazu haben schon Anfang 2018 angefangen. Ja, hier sehen wir die Kenndaten, also wir sehen, das ist eine ganz andere Dimension, das ist wirklich Hightech.
wie es die Araber gerne haben. Angefangen hat das Ganze 2018 im April und Baubeginn, wirklicher Baubeginn war im Oktober 2018. Und damit man mehr versteht, warum jetzt noch ein Innovationscenter oder Technopark, da stehen die Unterschiede zu dem Ecotechnopark in Weißrussland. Also zum ersten Mal wird die ganze Transportdienstleistung, also die ganze SKW-Technologie demonstriert in Charge und nicht nur diese Bahnstrukturen, wie es in Marina Gorka der Fall ist. Ein zweites ist sehr wichtig zu zeigen, dass SkyWay-Technologie auch in den extremen klimatischen Bedingungen von Arabischen Emiraten auch funktioniert. Ja? Also die Araber haben gesagt, okay, wir haben gesehen bei euch, das ist alles schön und gut, aber bei uns, wir haben völlig andere Bedingungen. Bei uns die Stahlstrukturen, die verwinden sich vor der Hitze und rosten vor sich hin wegen dem hohen Salzgehalt. Zeigt uns einfach, dass es auch bei uns funktioniert und wir werden einkaufen bei euch. So, das dritte war Vorstellung von neuen Fahrzeugtypen, die jetzt für die Araber interessant sind. Das ist vor allem Unicar T, dieser tropische Unicar, der für diese Umweltbedingungen auch ausgelegt wurde. Und das ist der Unicont. Unicont ist für Transport von den Containern gedacht. Hier sehen wir einen Unicont. Und zwar sehen wir sogar zwei. Das ist ein abgehängter und das ist ein aufgesetzter. Die beiden Unicorns-Varianten werden auch vorgestellt. Und außerdem wird in der Universität von Sharjah entsteht da eine Akademie, wo die Experten der Skyway-Technologie ausgebildet wird. Also das ist wirklich eine Dimension weiter, als was wir in Marina Gorka haben. So, zu der Grundidee des optimalen Transports von Anatoly Junitski. Das war eben seine Grundidee. Der hat gesagt, jetzt entwickle ich von einem Lernblatt aus ein optimales Transportmittel für Erdbedingungen. Ja, und seine Überlegungen waren einfach. Der hat gesagt, für Transport, wir fangen im Punkt A und die zweite Station ist Punkt B. Ja, am Anfang und am Ende hatten wir dieselbe Höhe über dem Meeresspiegel und dieselbe Geschwindigkeit, null. Das heißt, Energiegehalt hat sich nicht geändert von dem Transportmittel. Ja, aber wohin ist dann die ganze Energie geflossen? Und das hat sich herausgestellt, dass die gesamte Energie, die wurde eben verbraucht für den Widerstand gegen die Umwelt. Und eigentlich für die Umweltzerstörung. Und deswegen, um ein optimales Transportmittel zu entwickeln, muss man diese Verluste minimieren. Ja? Und ab einer Geschwindigkeit von 350 km/h tritt der Luftwiderstand als die entscheidende Faktor des Widerstandes. Ja? Und deswegen sehen wir hier zwei Bildchen. Also allgemein gesehen, wir haben zwei Möglichkeiten, sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen auf der Erde. Also fliegen und fahren. Beim Fliegen haben wir den großen Nachteil, dass wir immer Auftrieb erzeugen müssen. Ansonsten wird uns die Gravitation zum Fall bringen. Das ist der große Nachteil beim Fliegen. Beim Fahren haben wir einen anderen Nachteil. Und zwar, wenn wir über eine Ebene fahren, entsteht unterhalb vom Fahrzeug eine Kompression. Also die Luft wird verdichtet. Dazu braucht man ja Energie und hinten wird die Luft verliert den Druck. Ja? Und dadurch kommt es automatisch hier unterhalb von dem Fahrzeug und hinter dem Fahrzeug zu den Turbulenzwirkungen. Und die Turbulenzwirkung bewirkt, dass das ein Saugeffekt, ja, das ist in dem Turbulenzbereich ist ein sehr kleiner Druck und das zieht das Fahrzeug wieder zurück. So ungefähr kann man sich vorstellen. Und dieser Effekt vergrößert den Luftwiderstand um 2,5-fache. Bis zu vierfache. Und deswegen hat er natürlich gesagt,
Das beste Transportmittel ist einfach ein Fahrzeug, welches aber nicht über eine Ebene fährt, sondern über eine schlanke Bahn, die keinen Bodeneffekt verursacht. Und die Maus habe ich verloren. Die vorherige Folie wahrscheinlich. Ja, und das ist ja sehr einfach. Ja, wenn wir auf eine Fahrbahn fahren, eine schlanken Fahrbahn fahren, dann haben wir keinen Bodeneffekt und wir müssen keinen Auftrieb erzeugen. Deswegen ist es einfach das Optimale. Wenn wir allgemein ein Fahrzeug anschauen, dann haben wir vier Verlustarten. Ja, also das sind Verluste im Motor, im Getriebe, Verluste im Rad und Verluste infolge von Luftwiderstand. Die beiden ersten Verlustarten, die kann man oder hat man schon sehr gut im Griff bekommen mit Elektromobilen. Ja, Elektromobil hat keine Getriebe. Elektromobil hat sehr hohen Wirkungsgrad von ungefähr 95% oder so oder sogar noch höher. Aber was man noch nicht so optimal gelöst hat, ist der Verlust infolge vom Rollwiderstand und die Luftwiderstandsverluste. Und jetzt schauen wir uns an, wie das bei Skyway gelöst wurde. Zum ersten Mal kommen wir zum Rollwiderstand. Wir sehen hier oben links eine Tabelle, wo, na schade, dass diese Maus weg ist. Also wir sehen hier oben eine Tabelle, die uns besagt, welche Faktoren den Rollwiderstand ausmachen. Wir sehen, dass ein Autoreifen auf einem Schotter sehr hohen Rollwiderstand hat. Ja, also je höher die Zahl, desto höher der Rollwiderstand. Und ein Schienenfahrzeug, das ist zweite von oben, der hat kaum Rollwiderstand. Und man kennt, dass der Rollwiderstand ist abhängig von der Härte der Rollpaarung, also von dem Rad und von der Fahrbahn und von der Ebenheit. Ja. Und daher kommt es, dass eigentlich das Optimale ist ein Schienenfahrzeug auf Stahlschiene. Ja, und wir sehen, das ist ja fast so gut wie ein Kugellager. Auf der rechten Seite sehen wir aber die. Schade, dass die Maus weg ist. Das gibt es noch nicht. Auf der rechten Seite sehen wir, dass also vergrößert. Komm, was ist? Ja, auf der rechten Seite sehen wir vergrößert, wie das Ganze bei einem Schienenfahrzeug aussieht, einem typischen Eisenbahn und unten ein kleines Bild bei Skyway-Rollpaarung. Ja, wir wissen, dass bei eine Eisenbahn, das hat immer kegelige Räder. Ja, ein Kegel drückt nur punktuell auf die Schiene. Und auf diesem Punkt haben wir sehr hohe Drücke. Ja, da steht über 1000 Megapascal. Oh, da. Ja, sehr gut. Alexandra hat. Okay. Wir haben außerdem den Spurkranz, der das Fahrzeug da hindert, das zu entgleisen. Ja. Und durch diese eigentlich suboptimale Bedienungen haben wir auch Quietschgeräusche. Wir haben Abrieb bei unserem Schienenfahrzeug. Die Schiene wird nicht gleichmäßig abgerieben, muss aber großflächig abgeschliffen werden. All das kostet Geld. Und genauso ist es bei den Rädern. Wenn wir auf das untere Bildchen schauen, dann sehen wir das Skyway-Rad. Das ist zylindrisch. Und das fährt auf einer ebenen Schiene. Und deswegen hat es eine Linien, also das berührt die Schiene auf eine Linie. Auf diese Linie haben wir natürlich viel kleinere Drücke. Ja, und diese Drücke sind unterhalb von dem kritischen Wert für den Stahl, 200 Megapascal. Der kritische Wert liegt ungefähr bei 500 Megapascal. Das heißt, wir haben keinen Abrieb. Wir sind dauerfest. Ja, also wir können hunderte Jahre da drauf fahren und theoretisch entsteht da kein Abrieb. Und damit das Fahrzeug nicht entgleist, haben wir seitlich noch ein Entgleisungsschutzrad. Ja, man sieht das auch auf dem Bild von dem Fahrwerk. Ja, genau. Entgleisungsschutzrad. Das hat dieselbe Funktion wie dieser Spurkranz bei normalen Eisenbahnen, aber ist halt viel, viel effektiver. So, das war zu dem Rollwiderstand.
Zum Luftwiderstand, das ist ja der entscheidende Faktor bei großen Geschwindigkeiten. Anatoly Junitski hat ja schon, ich kann mich wieder bewegen, hat schon seit 20 Jahren ungefähr Windkanalversuche gefahren. Ja? Man sieht hier aus unterschiedlichsten Zeiten, unterschiedliche Modelle hat er hier dann erprobt. Und er hat irgendwann mal herausgefunden, dass wenn man dasselbe Modell ja frei hängend bläst, ja, dann hat es einen Luftwiderstandskoeffizient. Und wenn das dieses Modell auf einer Ebene steht, dann hat es ungefähr das Vierfache davon. Also vierfache Luftwiderstand, allein dadurch, dass es auf einer Ebene ist. Das ist genau das Problem, welche Autos und moderne Züge, auch die diese Maglev-Züge, die auf magnetische Weise da schweben, ne? Aber trotzdem haben sie das Problem dieses Spaltes, ja, das Problem des Bodeneffektes. Hier unten sehen wir, wie das bei einem Unilot funktioniert. Das ist das Hochgeschwindigkeitsmodul von Skyway. Ja, wir sehen, dass die Luft kann das Fahrzeug sowohl unten wie auch oben barrierefrei umströmen. Man sieht auch hier diesen weißen Strahl. Man sieht, der Strahl, der kommt an, fast an der Spitze, umströmt das Fahrzeug. Und hier sehen wir, der kommt wieder bis zur Spitze. Das heißt, wir haben keine Toträume. Wir haben keine Turbulenzbereiche. Wir sind also sehr, sehr energieeffektiv. Zu den Schienenarten von Skyway. Ja, also das Prinzip ist klar. Die Schienen sind sehr schlank und deswegen kein Bodeneffekt. Aber wir haben ja vier Typen insgesamt haben wir entwickelt. Hier auf der Folie sehen wir nur drei davon. Der erste Typ ist die halbstarre Schiene. Hier sehen wir ein Foto dafür. Auf der halbstarren Schiene kann man mit Geschwindigkeit bis 150 km/h fahren. Hier sehen wir das Bild, wie das Ganze ja, im Prinzip funktioniert. Wir haben in der eine hohle Schiene, also die ist hohl innen drinnen. Und in dem Hohlraum sind die sogenannten Strings gespannt. Und die Strings verlaufen eine bestimmte Kurve, so dass sie oberhalb von den Stützern ganz oben im Schienenkörper verlaufen und da, wo wir den größten Durchhang erwarten, ganz unten. Wozu ist es so gemacht? Wenn man sich jetzt vorstellt, man zieht an diesem Draht oder an dieser String, dann versucht sich die String ja gerade zu richten. Und weil das ja mit dem Beton fest mit dem Schienenkörper verbunden ist, dann schiebt es auch den Schienenkörper nach oben. So können wir erreichen, dass trotz der Gewichtskraft wir exakt gerade Fahrbahn bekommen. Und wir können sogar so vorspannen, dass die Fahrbahn nach oben sich etwas beugt, so dass wenn ein Fahrzeug drüber fährt, genau dann wird sie exakt gerade. Ja? Hier sehen wir eine zweite Schienenart, das ist die flexible Schiene. Die flexible Schiene ist dazu gedacht, für große Entfernungen zu überbrücken. Die Entfernung kann bis 5 Kilometer sein mit normaler Technik. Nee, bis 2 Kilometer steht er, ja, bis 2 Kilometer mit Stahl. Und wenn man komposite Materialien nimmt, also GFK oder also Glasfaser oder Kohlefaser, dann kann diese Entfernung bis zu 7 Kilometer sein. Ja, man kann sich vorstellen, man kann einfach zwei Berge miteinander verbinden oder zwei Wolkenkratzer. Und wir haben hier noch einen riesigen Vorteil. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Station hier, Station A, Station B. Wenn wir von A nach B fahren möchten, dann geht die Fahrt ja erst einmal bergab. Ja, allein durch die Form von der Bahnstruktur. Also, das heißt also, wir werden beschleunigt durch die Erdanziehung. Hier in der Mitte haben wir die höchste Geschwindigkeit und ab hier beginnt die Erdanziehung uns automatisch abzubremsen. Ja, das heißt, wir verlieren keine Energie, wir fahren fast antriebsfrei. Wir müssen nur ein bisschen von Luftwiderstand und Rollwiderstand eben ausgleichen. Wir brauchen aber keine Motorleistung für Beschleunigungen. Und wir verbrauchen auch keine Bremsbeläge für Bremsvorgang. So, man sieht hier auch ein Foto aus dem Ecotechnopark dazu. Und die dritte Schienenart, also ja, zu der zweiten, da kann man auch mit 150 km/h da drauf fahren. Und die dritte Schienenart ist eben dazu gedacht, sehr schwere Fahrzeuge zu transportieren und oder sehr schnelle.
Wenn man sich vorstellt, diese Schiene, die ist ungefähr, sagen wir so, 1 Meter breit und 2,20 Meter ungefähr hoch. Ja? Aber auf diese Schiene können gleichzeitig drei Fahrzeuge fahren. Und zwar ein aufgesetztes Fahrzeug und zwei abgehängte. Hier sehen wir zum Beispiel einen Unibus, einen abgehängten Unibus. Man kann sich vorstellen, da auf der zweiten Schiene könnte noch einer fahren. Man sieht hier auch, dass die Schienen miteinander mit Isolatoren verbunden sind. Wozu ist es so gemacht? Der Grund ist, dass die Stromführung direkt auch an den Schienen geführt wird. Ja? Also der Strom wird an den Schienen, also da wird wahrscheinlich eine zusätzliche Schiene, Aluminiumschiene oder so dazu geschweißt, aber der Strom wird direkt hier abgenommen. Man braucht also keine Oberleitung, wie das bei normalen Eisenbahnen ist. Ja, und mit dieser Struktur kann man mit Geschwindigkeit bis 500 km/h fahren bei aufgesetzten Fahrzeugen. Und wenn man sich vorstellt, welche Kapazität diese Bahn hat und wie dabei, was sie kaum Platz Bedarf hat und kaum Materialien da verwendet wurden. So, das ist die vierte Schienenart, das ist die superleichte Schiene von Skyway, die hat man zum ersten Mal im August 2018 vorgestellt. Man sieht hier die Schiene, die ist ungefähr, sagen wir so, 4 cm im Durchmesser, die Schiene. Die sieht fast so aus wie eine Seilbahn. Man könnte denken, ja, wo ist der Unterschied zur Seilbahn? Den wollte ich hier mit diesen beiden Bildchen auch verständlich machen. Wenn man auf einem Seil, direkt auf einem Seil fährt, und das da oben soll ein Stück von dem Rad sein, ja, die Achse wird irgendwo da oben sein. Wir befahren also einen Seil und dieses Rad drückt eigentlich streng genommen nur an den drei Punkten hier. Ja, also in diesem Beispiel. Ja, also wir haben hier drei Punkte und da haben wir natürlich Riesenkräfte, die übertragen werden. Die einzelnen Litzen, die verschleißen sehr schnell, deswegen erstens darf man so eine Seilbahn nicht mit hohen Geschwindigkeiten befahren und zweitens muss das Seil alle 8, 10 oder 15 Jahre, je nachdem, ausgetauscht, vollständig ausgetauscht werden. Im Unterschied dazu haben wir bei Skyway dieses Seil versteckt in ein endloses Rohr. Ja, das ist ein Rohr, das endlos ist. Ne? Das wird so aufgewickelt und je nachdem, wie viele Kilometer man braucht, man kann das bestellen und halt aufhängen. Man muss das nicht zusammenschweißen. Und in diesem Fall, also wir haben natürlich auch den Beton innen drin und so weiter. In diesem Fall aber, dieses Rad hat eine Linienbelastung. Wieder keine Punkte, sondern Linienbelastung. Und die Masse wird viel besser verteilt. Es entsteht kein Verschleiß und wir können mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Das Fahrzeug, also diese Bahn wird ja sehr günstig sein, kann man sich ja denken. Ja? Und diese Fahrzeuge sind die Lösungen von dem letzten Kilometer, sagen wir so. Wenn die Hauptverkehrslinien schon weiter weg sind und zu den einzelnen Häusern oder so, dann könnte man solche Schienen bauen. Und die kann man auch mit 150 km/h befahren. Hier sieht man die Fahrzeuge, die schon gebaut wurden. Der Unibike und der Unibus für 14 Personen, das waren die ersten Fahrzeuge, die wurden vor 2,5 Jahren zum ersten Mal vorgestellt auf der Messe InnoTrans 2016 in Berlin. Dieses Jahr haben wir diese zwei Fahrzeuge in Berlin vorgestellt. Das ist dieses Hochgeschwindigkeits-Unilöt, das aufgesetzte. Man sieht hier die beiden Schienen. Und hier Unicar für 18 Personen. Was wir sonst noch haben, ein Unitrack, das ist ein Modul, ein Frachtmodul für Schutt- und Flüssiggüter. Das haben wir ja gesehen. Uniwind, das ist noch ein Unibus für 48 Personen, der also zweischienig ist. Man sieht hier, der befährt beide Schienen von der starren Struktur. Dafür hat er eine sehr große Kapazität. Und hier sieht man, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Also 2016 hatten wir den Unibike, dann Unibus. Das ist Unicar und 2019 werden wir diese super langen Unicars bauen, die ja von den Arabern bestellt wurden. Die Vorteile der Skyway-Technologie. Der erste Vorteil ist Verkehrssicherheit. Wir haben keine Kollisionsgefahr, weil wir eben sich auf zweiter Ebene befinden.
Und außerdem ist es ja ganz, ist das Ganze ist ja automatisch gesteuert. Also da sitzt kein Fahrer drinnen, sondern ein Rechner oder ein System von vielen Rechnern kontrolliert das Verkehrsgeschehen, und deswegen ist ein Aufprall eigentlich ausgeschlossen. Ja, auf dieser zweiten Ebene befinden sich nur Skyway-Fahrzeuge, nichts mehr kann sich da befinden. Und die Skyway-Fahrzeuge erkennen einander anhand von verschiedenen Methoden, also Infrarot und ja, normale Videokameras und so weiter, ja, und GPS. Ja, wir haben noch hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge. Wir haben einen guten Schutz gegen Extrembedingungen wie Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben, Terror. Terror, weil eben die Schiene so mehrschichtig aufgebaut ist. Die ist viel schwerer zu trennen als eine Monolithschiene, wie es zum Beispiel bei Eisenbahn ist. Hier sehen wir, was könnte. Schon wieder die Maus weg. Okay. Man sieht hier auf den Videos, bei Überschwemmung haben wir kein Problem. Danke. Ja, und so sieht eine Eisenbahn bei einer Überschwemmung. Genau dann, wenn man die am dringendsten braucht. So, der zweite Aspekt ist Umweltfreundlichkeit. Umweltfreundlichkeit ist in unserer Zeit sehr brisantes Thema. Und vor allem im Verkehrsbereich, weil 2010 hat NASA herausgefunden, dass das für Klimaveränderung ist in erster Linie Verkehr zuständig, also nicht mal die Industrie. Also Verkehr macht unser Klima kaputt. Ja, aber wir haben also bei Skyway müssen wir keine großen Erdarbeiten leisten. Also die ganze Erde nutzt. Zu 99% bleibt unberührt. Die Tiere können unten drunter wandern und so weiter. Ja. Auch die Landwirtschaft kann weiter betrieben werden. Ja, und außerdem noch dieser niedrige Energiebedarf, was ja klar ist, weil wir keinen Bodeneffekt haben. Dritter Vorteil ist Komfort. Komfort. Warum ist es komfortabel? Weil man das wirklich auslegen kann. So wie man das haben möchte, kann man die Skyway-Bahn auslegen. Wenn man sagt, ja, ein bisschen hin und her kann ich noch erlauben, dann wird die Bahn ein bisschen billiger. Wenn man sagt, ich will exakt gerade Bahn, dann muss man die Schienen nur etwas tiefer bauen, also dass sie von der Höhe her, ja, etwas höher sind. Ne? Und dann kann man mit diesem Seil innen drin die Geradheit gewährleisten. Und es gibt eine bestimmte Formel, wie man Fahrkomfort berechnen kann. Und Anatoly Juniski hat nach dieser Formel die Skyway-Bahnen so ausgelegt, die jetzt schon gebaut werden, dass sie jetzt schon besser sind als alle anderen Möglichkeiten. Selbst besser vom Fahrkomfort her als bei Flugverkehr. Vierter Vorteil, hohe Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Das haben wir eben, weil wir auf der zweiten Ebene sich befinden. Ja, wir haben keine Ampeln, wir haben keine Kreuzungen, gar nichts. Und wir haben automatische Steuerung. Deswegen die 24x7 Verfügbarkeit. Also man kann um 3 Uhr nachts in so eine Station kommen, und dann wird ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Das System erkennt also, dass ein Passagier kommt. Und gleich kommt ein Fahrzeug, man setzt sich hin, man tippt das Ziel ein und los geht die Fahrt. Nochmal eine Übersicht, Vorteile von Skyway im Vergleich zu den anderen Transportvarianten. Das ist also dieses Maglev-Zug, das ist Monorail, das ist ein PKW oder Straßenverkehr. Das ist normale Eisenbahn und das ist Skyway. Und wir sehen überall Errichtungskosten, Betriebskosten, Umweltbelastung und Unfallgefahr, haben wir überall die besten Werte bei Skyway. Das ist ja erklärlich mit allem das, was ich vorher ja geschildert habe. Dazu könnte man sagen, dass Skyway auch noch sehr hohe Transportkapazität hat, weil man alle 2 Sekunden ein Fahrzeug schicken kann. Mit 50 Personen oder so. Alle 2 Sekunden kann ein Fahrzeug kommen mit 50 Personen auf einer sehr kleinen filigranen Schiene. Kann man sich ausrechnen, wie viel man
Personen pro Tag transportieren könnten. Da kommt man auf Millionen. So, das sind andere Bestandteile der Technologie. Wir haben auch eigene Elektromotoren, die genau auf die Bedürfnisse von Skyway-Fahrzeugen ausgelegt sind. Hier sieht man das Fahrzeug ungefähr, also prinzipiell wie das aufgebaut ist. Man sieht, dass es sehr einfach aufgebaut ist. Das sind die vier Radmotoren mit Aufhängungen, das sind Batterien, das sind Radiatoren, Kühlsysteme, Elektronik und sonst ist da eigentlich nicht viel drinnen. Ne? Und eben unten drunter ist die Passagierskabine. Was wir noch entwickeln, ist diese Drohne. Das ist die größte Drohne, die bis jetzt gebaut wurde. Die hat eine Tragfähigkeit von über eine Tonne. Die wurde auf der Basis von einem Hubschrauber gebaut. Bloß hat man sich entschieden, dass die Besatzung draußen bleibt und damit man halt Gewicht spart und größere Tragfähigkeit hat. Also diese Drohne wird von außen gesteuert. Wozu braucht man diese Drohnen? Ja, zum Aufstellen von den Stützern, weil die werden ja irgendwo auf der Pampa aufgestellt und man kann ja nicht hinfahren, sonst hätte man ja eine Straße gebraucht. Und deswegen werden die Stützen von oben mit solchen Drohnen dann auch aufgestellt. Wir haben noch die Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie wird, denke ich, allen bekannt sein. Die werden wir dazu brauchen. Erstens die gesamte Übertragung von Informationen innerhalb von Skyway-Netzes zu gewährleisten, also sichere Übertragung und Speicherung von Daten. Das ist das, womit sich Blockchain-Technologie bekannt gemacht hat. Das ist die sicherste Art, Daten zu speichern und zu übertragen. Und das werden wir natürlich brauchen, weil wir per Computer unsere Fahrzeuge steuern werden. Und da darf kein Hacker ran, dass er uns da irgendwelche Sabotagen macht. So, auf dieser Seite ist eine Übersicht von verschiedensten Auszeichnungen, Patenten, Zertifikaten und so weiter, was unser Anatoly Winitsky oder das Unternehmen Skyway schon hat. Also da könnte man ein ganzes Webinar darüber halten. Erspare ich Ihnen jetzt. So, jetzt kommen wir zu den News. Die News, zu dem Zeitraum zwischen 11.01. und 24.01. Ja, weil am 10.01. hatte ich ja das letzte Webinar. So, die erste News ist, Anatoly Winitsky hat vor kurzem ein Account im Live-Journal und dieser Account den ersten Artikel, der da geschrieben hat, das geht über dieses Phänomen der intellektuellen Geistesschwäche. Ein Begriff, der zum ersten Mal bei der Widerlegung von Anti-Skyway-Argumenten von Professor Zilov verwendet hat. Zur Erinnerung, oder wer das nicht weiß, vor einem Monat kam das Video von Winitsky, wo er diese vermeintliche Entlarvung von Skyway seitens Wladimir Zilov, eines Professors der Universität für Verkehrswesen in Moskau, zerlegt hat. Ja, dieser Professor hat nämlich ein einfaches zweidimensionales Modell von Skyway-Bahn mit einem Freeware-Programm erstellt, womit er nun in allen sozialen Netzwerken versucht, die Stringtechnologie von Winitsky schlecht zu reden. Dabei hat er höchstwahrscheinlich absichtlich vereinfachte und falsche Annahmen getroffen. Hier sieht man sein Modell von Zilov. Ja, dieses Modell ist von Zilov. Das ist wirklich ein sehr einfaches Modell. Das darf ich sagen, weil ich bin von Beruf ein Statiker und aus meiner Berufserfahrung kenne ich sehr viele Simulationsmodelle, also Berechnungsprogramme. Und das hier ist definitiv kein professionelles Berechnungsprogramm. Und bis auf einige wenige Parameter ist dieses System völlig was anderes als das, was Anatoly Winitsky entwickelt hat. Ja, hier ist, das ist so ein Screenshot von dem Video von Winitsky, wo er seine
seine Berechnung mit einem professionellen Programm gemacht hat und Gegenüberstellung gemacht hat zu dem, was Professor Zylow gemacht hat. Ja, ja, in Wirklichkeit hat kaum was gestimmt in dem Modell von Zylow. Ja, der Abstand, der Stützenabstand von 40 Meter hat nur gestimmt, ja, dieser Stützenabstand. Und die Vorspannung von 300 Tonnen, die beiden Faktoren hat er neu gemacht. Alles andere ist völlig was anderes, ja. Zum Beispiel, das Fahrzeug von Skyway bei 300 Tonnen Vorspannung darf nur 3 Tonnen wiegen, also nicht mehr als 3 Tonnen. Ja, und Zylow hat einfach 10 Tonnen Fahrzeug genommen. Das zweite, Fahrzeug von Skyway hat 2 Achsen. Und Zylow fährt nur auf 2 Punkten, auf 2 starren Punkten. Ne? Das sieht man vielleicht kaum, aber der fährt wirklich auf diesen 2 Punkten. Außerdem hat das Fahrzeug von Skyway hat natürlich eine Aufhängung, ein Federdämpfungssystem, welches die Schwingungen, ja, die Beschleunigungen dämpft. Das hat Zylow natürlich außer Acht gelassen. Also es gibt überhaupt gar keine Fahrzeuge, die nicht gedämpft sind. Selbst ein Rollwagen von 15. Jahrhundert war gedämpft, ja, und der macht einfach so starres System. Ja, außerdem hat Anatoly Unitsky hier überall einen Sattel, oberhalb von den Stützen. Wozu braucht man einen Sattel? Ja, damit kein Knick entsteht. Da sieht man, ja, da knickt es. Ja, aber damit kein Knick entsteht, hat Junitzki, das macht man auch in Seilbahntechnik genauso. Da hat man überall Sattel. Aber dieser ehrenwerte Professor hat absichtlich keine Sattel reingebaut. Und ja, und außerdem hatte ich hier Durchhang. Man sieht hier einen leichten Durchhang. Bei Skyway haben wir keinen Durchhang, wir haben eine ja, Gegenbiegung. Ja, das biegt sich nach oben. Ja, zumindest in dem Modell von Junitzki. Ja, und Zylow hat überhaupt sowas hat er da nicht eingebaut. Ja, keine Stringschiene mit dieser, was ich erklärt habe, mit dieser Strings hin drin, Beton und so weiter. Der hat einfach nur primitives Seil genommen, das vorgespannt und darüber ein ungedämpftes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit, viel zu schweres Fahrzeug fahren lassen. Ja, das ist grob fahrlässig. Also eigentlich ist es nicht, das ist absichtliche Schlechtreederei. Ja, eigentlich was er damit gewiesen hat, dass man auf Seilen nicht mit hoher Geschwindigkeit fahren kann. Aber das wissen die Seilbahntechniker seit Jahrhunderten schon. Ja, ja, natürlich, wenn man so viel zum Nachteil verzerrt, kommt völlig was anderes aus. Und bei Zylow kamen Vertikalbeschleunigungen von 9G, also 9 Erdbeschleunigungen. Das ist eigentlich tödlich, ja, tödliche Beschleunigung. Und bei Anatoly Unitsky ist es ungefähr Faktor 130 kleiner. Ja? Allein durch diese kleinen Annahmen, die er falsch getroffen hat, kommt ein Unterschied von Faktor 130. Ja, und jetzt, wo wir die Schwachsinnigkeit dieser Argumentation von Zylow kennen, wird deutlich, ja, was so ein intellektueller Schwachkopf überhaupt einrichten kann. Im russischen Internet wimmelt es nur von den Zylows vermeintlichen Entlarvungen. Und keinen kümmert, dass in Wirklichkeit sein einziges Argument ist, dass er ein Universitätsprofessor ist. Ja? Und mit seiner Anti-Skyway-Argumentation hat er nur eine vollkommene Fachunkompetenz demonstriert. Aber sein Status eines intellektuellen Wirt und schadet dem Image unseres Unternehmens. Deswegen bringt Junitsky seine Klassifikation. Jetzt kommen wir zurück, ja, zu seinem Aufsatz. Also der klassifiziert das Phänomen der intellektuellen Geistesschwäche. Wozu macht er das? Um uns Instrumente an Hand zu geben, mit Hilfe deren wir intellektuelle Schwachköpfe von echten Intellektuellen unterscheiden können. Nach Anatoly Unitsky ist die intellektuelle Geistesschwäche, die trägt eigentlich einen Widerspruch in sich. Ja, aber das ist ein typisches Merkmal, welches moderne Kultur und Wissenschaft trägt. Intellektuelle Menschen, die sind ja eigentlich dazu da, Ideen
für andere Mitglieder der Gesellschaft ja, zu generieren, um weiterzuentwickeln. Aber die nehmen zurzeit in unserer Zeit eine schwache Position ein. Spielen aber traditionelle Rolle der Intelligenz in der Gesellschaft weiter. Ja, aber in Wirklichkeit machen Sie damit, bringen Sie damit keine neuen Ideen voran, sondern übertragen einfach Ihre Geistesschwäche an die Gesellschaft, weil sie Zivilisation an Weiterentwicklung hindert. Ja, deswegen hier nochmal die Merkmale von einem intellektuellen Schwachkopf nach Anatoly Junitsky. Seine Einstellungen. Die Einstellung Nummer eins ist nicht handeln ohne Zustimmung einer Autoritätsperson. Und die Autorität wird nicht in Frage gestellt. Ja, was interessiert in erster Linie einen intellektuellen Schwachkopf? Ja, die Meinung von Experten. Denn die Schwäche sucht immer nach Unterstützung. Das ist ja natürlich. Doch oft wird es zum Problem, denn als Autoritätsperson werden andere intellektuelle Schwachköpfe genommen, was eine schnelle Ausbreitung von schwachsinnigen Ideen zur Folge hat. Als Beispiel dieser Einstellung bringt Anatoly Junitsky einen Erfahrungsbericht von einem Professor Dr. Čižek, der nach einer frischen Erfahrung der Skyway-Technologie auf der Ausstellung in Minsk 2006 einen großen Lob im Gästebuch von Skyway hinterlassen hat. Ja, man sieht hier ganz rechts, ja, das hat er geschrieben im Gästebuch. Also das war ein Lob hoch drei eigentlich. Aber danach, als er in sein gewohntes Milieu wieder zurückkehrte und dann anscheinend eine Rücksprache zu Autoritäten gehalten hat, hat er geboten, seinen Bericht aus dem Gästebuch herauszureißen. Aber hat man natürlich nicht gemacht und wir sehen den Bericht direkt aus dem feindlichen Lager. Ja, danach, als dieser Professor verstanden hatte, den Bericht wird man nicht löschen, da hat noch einen zweiten Bericht geschrieben mit vielen, vielen Klauseln, offenen Fragen und Vorbehalten und versucht hat, seine erste Erfahrung wieder schlechter zu machen. Ja, das ist also ein guter Beispiel der Einstellung Nummer eins. Nichts handeln ohne Zustimmung einer Autoritätsperson. Der hat gehandelt, aber danach hat er wieder zurückgerudert. Ja, und das ist eben das große Problem der Gesellschaft nach Anatoly Junitsky. Denn die Feigheit eines Wissenschaftlers ist kein kleineres Übel als Ungerechtigkeit des Richters oder Willenslosigkeit eines hochrangigen Diplomaten. Ja, das alles sind Erscheinungen von der intellektuellen Geistesschwäche. So, die zweite Einstellung ist die Analyse eines Objektes nicht aus seiner realen Eigenschaft ausgehend, sondern aus den eigenen Vorstellungen über diese Eigenschaften, die auf eigen erfundenes, die sind eigentlich eigen erfunden, diese Eigenschaften. Ja? Ja, intellektuelle Schwachköpfe werden nämlich nie zugeben, dass sie sich geirrt haben. Dafür sind sie einfach zu schwach. Doch sie werden sich ständig weiter irren, denn sie analysieren die Objekte ihrer Wahrnehmung nicht aufgrund ihrer Eigenschaften, sondern aufgrund dem, was sie darüber denken. Ja, die sind nicht imstande zu analysieren. So wie dieser Professor de Miit, also von der Universität für Transport, 20 Jahre sich mit Bahnschienen und Schwellen beschäftigt hat. Und dann plötzlich eine Eisenbahn sieht, die keine Schwelle hat und deswegen dies einfach nicht wahrhaben möchte. Ja? Oder der Reporter, der diesen Bericht auch verbreitet hat, online heißt der Portal, der Bericht von Solow verbreitet hat, der hat zum Beispiel lebenslang über Mobiltelefone geschrieben und jetzt sieht er Skyway und damit kann man ja auch schräg gar nicht telefonieren und deswegen muss es ja schlecht sein. Ja, somit erfüllen diese intellektuellen Schwachköpfe ihre Funktion in der Gesellschaft, aber die ist so pervertiert, ne, ja, entartet, weil diese Ideen durch den Filter ihrer Beschränktheit passieren,
Ja, und das passiert leider in der Transportbranche. Das ist eine der korruptesten Branchen überhaupt auf der Welt. Das passiert sehr oft, dass solche geniale Ideen einfach ignoriert werden. Okay. Ja, die dritte Einstellung ist während der Analyse des Objekts, das Objekt in Einzelteile zu zerlegen, ohne die Gesamtheit zu erkennen. Ja, die Schwachköpfe, die trennen die Ideen in Einzelteile und können hinter dem entstandenen Haufen nicht mehr die Gesamtheit erkennen. Das ist wie so eine Tragödie von einem kleinen Kind, welches ein Spielzeug auseinanderbauen kann, aber es nicht mehr schafft, die Einzelteile in ein Ganzes zu verbinden. Ja, diese Eigenart ist übrigens durchwegs bei den ganzen Argumentationen gegen Skyway, kann man die erkennen. Es sind stets irgendwelche Details, die dann besprochen wurden, irgendwelche Aufzählungen, ohne dass das Ganze zusammengeknüpft wird, ja, dass da logischer Zusammenhang entsteht und ohne Schlussfolgerungen. Ja, erzählt zum Beispiel dieser Portal Onliner, der den Bericht von Silov publik gemacht hat, dass ja, Skyway hat mal in Indien bauen wollen, dann wollte er in Indonesien bauen, dann in Peru und nun eben Vereinigte Arabischen Emiraten. Ja, und wie soll es weitergehen? Na, so bringen die das an die Welt. Aber dieser Reporter, der kennt einfach nicht, dass die Kontakte in den anderen Ländern wie Indien, die waren doch völlig auf dem anderen Level wie in Vereinigten Arabischen Emiraten. Und dass diese Partner auch weitaus kleineres monetäres Potenzial hatten als die Partner in den Emiraten. Und vor allem hatten wir auch keine unterzeichneten Verträge, was wir jetzt schon haben. Ja, ich weiß nicht, ob jeder auch schon die Videos gesehen hat von der Präsentation der Skyway-Technologie in Arabischen Emiraten und was der Scheich oder der Kronprinz von Dubai dazu geschrieben hat in seinem Twitter. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob sicherheitshalber werde durch die beiden Links da in den Chat stellen, wenn jemand das nicht gesehen hat. Das sind wirklich durchschlagende Argumente, die sind viel wichtiger als das, was gegen gesagt wird, weil das sind Experten, die das sagen. Ja, genau dasselbe macht Silov in seiner Analyse mit dem Auseinanderbauen. Er nimmt nur einige wenige Parameter, ja, obwohl das System aus Dutzenden Parametern besteht, ja, und dann versucht anhand von diesen zwei, drei Parametern das Gesamtsystem zu erkennen, ja, was eigentlich Schwachsinn ist. Und genau so wie bei so einem Kleinkind, ne, was da sein Auto nicht mehr zusammenkriegt, ist natürlich das Auto schuld dran, nicht das Kind. Ja. So, vierte Einstellung. Versuchen, alles aus dem Standpunkt der eigenen Bedienung erklären zu können. Ja, die Konsumenten von heute, die Gesellschaft, die irrt einfach in der Unmenge der gebotenen Produkte. Und die sind bereit, einen teuren Preis dafür zu zahlen, sich für nichts auskennen zu müssen. Ja? Nicht auskennen, einfach, dass man fertige Ideen dir in den Kopf bringt und sagt, ja, das ist was Gutes. Und immer recht behalten. Ja? Das wollen die Konsumenten von heute. Und da beides bieten intellektuelle Schwachköpfe. Denn die bröseln ja alles in Teilstückchen, ohne Rücksicht auf das Ganze. Und außerdem, weil eben das Ganze in etwas Geläufiges, allgemein Bekanntes gezerrt wird, ja. Und dann ist diese Idee wieder auf das kleine Level der Bedienkeiten, ne, geholt, runtergeholt. Sowohl der Professor als der Reporter machen das, indem sie die wahren Ziele von Junitzke verschweigen und gegen allgemein bekannte Ziele gewöhnlicher Menschen vertauschen. So erreichen sie einfach die Resonanz in der breiten Masse. Ja, zum Beispiel spricht der Portal von dem Agrargrundstück von Skyway, der sagt, ja, der hat das gekauft, um sich da ein Häusle zu bauen und da seine Freunde, dass sie daneben wohnen können. Also diese primitive Gedanken, was so jeder Mensch hat. Ne? Jetzt, aber Junitzki ist ein Visionär. Ja, weil Junitzki
Eigentlich ist dieses Grundstück ein Labor für innovative Agro- und Biotechnologien, wie zum Beispiel künstliche Humusherstellung, welche übrigens von Anatoly Junitskis privaten Mitteln finanziert wird, nicht von der Volksfinanzierung. Aber das interessiert diese Schwachköpfe nicht. Das geht ja, sprengt den Rahmen ihrer Begrenztheit. Die fünfte Einstellung macht das Ganze sehr stabil. Das ist eben die Einstellung, die Unfähigkeit, eigene Fehler zuzugeben, bis zuletzt auf dem eigenen Standpunkt zu beharren, ohne Rücksicht auf Realität und gesunden Menschenverstand. Und auch hier sehen wir bei Professor Zelöf ein eindeutiges Anzeichen dazu, dass dieser Mann verfolgt das Projekt seit über einem Jahrzehnt und trotzdem eindeutigen Fortschritt des Unternehmens, was vor 10 Jahren eigentlich undenkbar war. Ne? Jetzt ist es real und trotzdem beharrt er auf seine Position, das funktioniert nicht, das wird nicht gehen, obwohl die Realität zeigt doch schon, dass es geht. Ja, und in diesem Aufsatz sagt Anatoly Junitski, dass es eine Riesengefahr ist, dieses Phänomen, die intellektuelle Geistesschwäche, ist eine Riesengefahr für die ganze Zivilisation. Ja, und er schreibt, dass diese Erscheinung zu 100% ein Produkt der Konsumgesellschaft ist. Weil wie bei anderen Produkten verlangt die Gesellschaft nach Einfachheit, nach Zugänglichkeit, Massenproduktion, Massenverkauf. All das wird heutzutage auch von intellektuellen Produkten erwartet. Aber die Nachfrage bestimmt ja das Angebot. Deswegen kann eine Konsumgesellschaft nur solche einfache und allen verständlichen Produkte generieren und verwerten. Ja, und das wäre ja halb so schlimm, wenn nicht gerade die Schwachköpfe, die vorgeben, intellektuell zu sein, nicht die Richtung der Zivilisationsentwicklung vorgeben würden. Die Schwachköpfe werden die Welt in Einzelteile zerlegen und die werden die nicht mehr zusammenkriegen. Ja, und damit werden wir früher oder später einfach sterben an diesen Produkten, die uns langfristig eigentlich zum Nachteil sind. Deswegen ist es überlebenswichtig für uns, schreibt Anatoly Junitski, zu erkennen, was vor sich geht und anfangen, eigene Intelligenz zu nutzen, statt sich auf andere zu verlassen. Ja, das ist sehr wichtig. Deswegen habe ich sehr, sehr viel darüber gesprochen, weil es wirklich sehr wichtig ist. Heutzutage kommt so viel Gegenwind gegen Skyway. Und man kann anhand von diesen 5 Punkten wirklich erkennen, ob das ein Fachmann spricht, ob das ein freier Geist spricht oder ein Schwachkopf, auch wenn der intellektuell zu sein scheint. Aber Gott sei Dank sind nicht alle Professoren leiden an dieser neuzeitlichen Krankheit. So hat zum Beispiel der Professor der Uraler Staatsuniversität für Architektur und Kunst, Michael Matwejew, da ist er, Michael Matwejew, in seinem Interview an das Fachportal Expert Ural sein Konzept der mehrschichtigen Städte vorgestellt, wo die Infrastruktur der Stadt etappenweise auf höheren Ebenen entwickelt wird. Das ist ein größerer Artikel und der Professor ja über die Geschichte des Baus auf mehreren Ebenen etwas erzählt, seine Erfahrungen in diesem Bereich schildert, sowohl die Zukunftsperspektiven des Konzeptes auch nahebringt. Nach Meinung dieses Professors, dieses Architekten, muss der Aufbau der Stadt in Verbindung mit einem Transportsystem erfolgen, welches ebenfalls auf mehreren Leveln arbeitet. Und Skyway trifft allen Anforderungen einer mehrschichtigen Stadt im vollen Umfang, so die Meinung dieses Experten. Er bemerkt, dass die Kunst des Städtebau hat sich im Prinzip seit Jahrtausenden nicht geändert, wobei ein Rollwagen in nur 100 Jahren eine Evolution zu Lamborghini erfahren hat. Doch die Bedingungen haben sich in dieser Zeit gravierend geändert. Heute gibt es keinen Platz mehr für Städtewachstum. Die Entwicklung der Metropolen steckt in einer Sackgasse. Es werden immer mehr Autos, die Luft wird immer dichter, immer enger, immer teurer. All das zwingt die
die Stadtbewohner am Stadtrat eine Zuflucht zu suchen. Doch auch das löst das Problem nicht, denn dazu benötigt man ja ein dichteres Transportnetz, noch mehr Autos, noch mehr Staus und so weiter. Ja, also das ist nur kurzfristige Lösung, was das Ganze noch mal weiter verschlimmert. Wie ein Teufelskreis. Ja, in Städten herrscht heutzutage Unbehagen, ewige Treppen, langsamer Verkehr, Ampelanlagen und so weiter, das alles raubt uns sehr viel Zeit. Die Menschen werden heute aus den Städten herausgedrängt von dem, was wir unkorrekt das Transportsystem nennen. Und versuchen, zumindest in die Natur zu kommen und etwas frische Luft zu schnappen. Doch nach Professor Matwejew ist das der falsche Ansatz. Richtiger wäre, das Zuhause lebenswürdig einzurichten. Deswegen schlägt er eben sein Konzept vor, dass ein harmonisches Nebeneinander zwischen Staat und Natur ermöglicht. Das Hauptprinzip seines Konzeptes ist, die größtmögliche Komfort für die Bewohner der Stadt zu gewährleisten. Stadt, wo Menschen über Erde leben, einen Blick auf Natur aus den Fenstern haben, individuelle Wohnungen mit eigenem Eingang, mit eigenem Garten haben und so weiter. All das kann man auf mehreren Leveln machen. Zum Beispiel auf einem Level ist halt dieser Wohngebiet. Auf dem anderen Ebene werden unterschiedliche Einrichtungen sich befinden, wie Schulen, Kaufhäuser, Fitnesscenter und so weiter. Und auf der Bodenebene bleibt die bestehende Infrastruktur, so größere Infrastruktur, wie Theater, Stadions, Zoos und andere großflächige Objekte, die es keinen Sinn hat, da nach oben zu verlagern. Und das Transportsystem für so eine Stadt muss natürlich so konzipiert sein, dass sowohl horizontale Bewegung als auch vertikale Bewegung komfortabel gemacht werden kann. Und deshalb räumt der Professor die Transporttechnologie von Skyway einen besonderen Platz in seinem Konzept ein. Web, dass gerade die schlanken Bahnen von Skyway, auf denen die vollautomatischen, emissionsfreien, geräuscharmen Module von Skyway sich bewegen können, optimal in sein Konzept passen und werden erst den Aufbau von mehrschichtigen Städten ermöglichen. Ja, das ist ein weiteres Beispiel, dass Wissenschaftler und Gelehrte, und zwar richtige Wissenschaftler und Gelehrte, nicht nur die Vorteile der Skyway-Technologie sehen, sondern sogar diese Technologie in eigene Konzepte der Zivilisationsentwicklung schon integrieren. So, nächste News ist, dass auf dem Skyway-Gelände in Minsk entsteht eine neue Werkshalle. Darüber erschien vor ein paar Tagen ein Videobericht vom Informationsdienst von Skyway. Ja, wie gewohnt hat unser Informationsdienst die Entwicklung, berichtete eigentlich nur von Entwicklungen, die schon im vorgeschrittenen Stadium befinden. So war der Baubeginn der Halle schon im August 2018. Aber das waren hauptsächlich Erdarbeiten, Errichtung Fundamenten und so weiter. Und ab Dezember begann man mit Errichtung des Traggerüstes, also des Oberbaus von diesem Objekt. Somit das, was wir hier sehen, also das Gerüst, Stahlgerüst und dieser Ziegelsteinbau, ist innerhalb von den letzten 4 Wochen eigentlich entstanden. Ja, sehr schnell. Alles andere waren ja Erdarbeiten. Der Komplex besteht aus einer Werkshalle, aus Stahlbauwerk und aus einem Verwaltungsgebäude. Ja, das ist dieses Ziegelstein-Verwaltungsgebäude. Ja, das Rohbau wird bis Ende Februar fertig sein. Danach beginnt man mit Dachdeckung, Innenausbau und so weiter. Und die Werkshalle soll im Sommer 2019 in Betrieb gehen. Der Zweck der Halle ist, eine Serienfertigung von den Fahrzeugen und anderen Komponenten der Technologie auf die Beine zu stellen. Die Prototypenanfertigung, die ja zuvor gemacht wurde, ja, und wo die Module einzeln gefertigt wurden und bis zur Serienreife optimiert wurden, ist nun so weit vorgeschritten, dass man wirklich mit der Serienfertigung beginnen kann.
Zeitgleich haben wir ja umfangreiche Projekte unterschrieben im Nahen Osten. Und ja, natürlich, wenn Skyway sich als Global Player positionieren möchte, dann müssen auch die entsprechenden Fertigungskapazitäten vorhanden sein. Und die Werkshalle ist der erste Schritt in dieser Richtung. So. Unter der Leitung von Anatolij Junitski haben wir, ja, wird immer eine wichtige, ja, wie soll man sagen, wird eine Arbeit geleistet, die eigentlich vorher nie einer gemacht hat, ja, also in dem Umfang, in der Komplexität. Ja, zum Beispiel kam gestern war das, glaube ich, oder vorgestern, kam ein Bericht über die Konstruktion von dem neuen Modul, das heißt Unicarte, also ein völlig neues Fahrzeug. Das sieht zwar aus wie ein Unicar, was wir vorher hatten, aber das ist keine Umkonstruktion von Unicar. Ja, weil wir haben eine ganze Reihe von Optimierungen und Anpassungen. So haben wir die Betriebstemperatur von 40 Grad auf plus 60 Grad erhöht. Wir haben Klimaanlagen, die auch bei 60 Grad eine angenehme Kühle von 20 Grad im Innenraum gewährleisten. Alle Systeme, die sind redundant, das heißt doppelt vorhanden, falls etwas ausfällt. Ja, das zwei Klimaanlagen, zwei Batterien, zwei Ladesystemen. Und so weiter. Außerdem besitzt das Unicarte ein erneuertes Bremssystem, hydraulische Aufhängung, stärkere, hitzebeständigere Motoren, optimiertes System der Türenbetätigung sowie optimiertes System für maschinelles Sehen. Ja. Die Kabine ist anders ausgeführt wie im normalen Unicar. Man sieht das hier auch auf den Fotos. Wir haben hier zwei Sitze. Hier und zwei, das sind die VIP-Sitze und da sind zwei Klappsitze für das Personal, für die Diener. Ja, da haben wir noch einen Klapptisch. Wir haben auch, außerdem hier wird ein Fernseher sein, 32 Zoll Bildschirm, ein Kühlschrank, Getränkehalter und auch starke Lautsprecher. Also wirklich dann komfortabel, ja, für die VIPs wird das ausgelegt. Und das Unicarte wird von beiden Seiten zugänglich sein. Ja, übrigens, die Entwicklung von neuen Fahrzeugmodellen verbraucht bei Skyway etwa die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte der Zeit, wie es im normalen Automobilbau der Fall ist. Die Gründe dafür sind, dass wir erstens können wir Zusammenstoß ausschließen. Deswegen ist die Karosserie sehr einfach, leicht gebaut, also aus Kunststoffen. Kunststoffe kann man viel einfacher verformen als zum Beispiel Stahl oder Aluminium. Deswegen ist die äußere Form, die ist ruckzuck gemacht. Ja, außerdem haben wir ja ein Elektromobil. Und das ist vom Haus aus viel einfacher gebaut als ein PKW mit einem Verbrennungsmotor. Ja, acht Fahrzeuge sollen für Vereinigte Arabischen Emiraten entwickelt werden, von den kleinen wie dieser Unicar bis zum riesenlangen Zugverbänden für 200 bis 300 Leute. Außerdem kommen noch Frachtmodule wie Unicons, das habe ich ja schon vorher ein bisschen davon berichtet. Das sind die Module für Transport von Seekontainern. Und die Unitrucks, das sind die Frachtgüter für Schutt- und Flüssiggüter, das haben wir ja auch gesehen, dieses grüne Unitruck. Jedoch wird das Unitruck viel größer sein, als es im Ökotechnopark der Fall ist. So ist der Unitruck vom Ökotechnopark, hat eine Tragfähigkeit von 3 Tonnen. Die großen Unitrucks für Arabische Emiraten werden eine Tragfähigkeit von bis zu 25 Tonnen haben.
Nächste Nachricht ist, dass ein populärer amerikanischer Portal Futurism.com hat über Spaceway berichtet. Spaceway ist eine Weiterentwicklung von Skyway. Und die Entwicklung von diesem, heißt gesamtplanetarisches Transportmittel, Projekt Spaceway ist eben eine sehr wichtige strategische Aufgabe, welche sich das Unternehmen Skyway auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn es jemand nicht kennt, dass dieses GTM ist im Prinzip ein evakuiertes Teleskoprohr. Ne? Dieses Teleskoprohr, das geht um die Erde herum, im Bereich vom Äquator. Und innerhalb dieses evakuierten Rohrs werden die Nutzlasten, zum Beispiel Beton, Wasser, was auch immer, also so schüttumflüssige Dinge, werden in speziellen Containern beschleunigt. Also in diesem Rohr wird das beschleunigt, um die Erde herum. Und aufgrund der Zentrifugalkraft wird sich ja dieses Rohr ausdehnen. Das ist ein Teleskoprohr, das kann sich gut ausdehnen. Und wenn man da Massen innerhalb von diesem Rohr beschleunigt, dann dehnt sich das Ganze aus. Und wenn man nur 5%ige ausdehnen kann, befinden wir schon auf einer R9-Umlaufbahn von in der Höhe von ungefähr 300 Kilometer. Ja, somit nutzen wir die Nutzmasse, also das, was wir transportieren wollen in dem Weltall, nutzen wir als Antrieb. Ja, und mit diesem Prinzip wird die Raumfahrt etwa 10.000-fach effektiver, als es im heutigen Raketentechnik der Fall ist. Und da oben im Weltall, da herrschen optimale Bedingungen für Aufbau von Industrie. Das heißt, hohe Hitze. Ja, wenn man schwarzen Körper da im Weltall auf die Sonne richtet, das wird tausende Grad heiß einfach durch die Sonne. Da haben wir auch noch Kälte, sehr starke Kälte, weil sobald man sich abschottet von der Sonne, dann ist es kalt, fast null Kelvin. Ja, wir haben Vakuum, Luftleere, Schwerelosigkeiten und so weiter. Ja, all das bringt Riesenvorteile für die Industrie. Ja, also wir haben also diesen Transportring, da sieht man hier dieser Ring. Und der zweite Ring, das ist ein massiver Betonring. Den kann man aufbauen, wenn man schon das GTM gebaut hat. Ja, man transportiert also auf die Erdumlaufbahn die ganzen Materialien und baut hier genau um die Erde herum einen Betonring. Und auf diesem Betonring kann die ganze Industrie aufgebaut werden. Dieser Ring, der wird sich ja nicht bewegen. Ja? Kann man sich vorstellen, wenn der Ring die Erde umkreist, dann hat die Erde genau denselben Punkt, den Schwerpunkt wie dieser Ring. Ja? Die fallen zusammen, deswegen bewegt sich da nichts. Und die Entwicklung des globalen Netzes des Trinkbahnen ist nur der erste Schritt. Und Skyway ist eigentlich eine Finanzierungsgrundlage für dieses Unterfangen. Die Brisanz dieses Systems wird selbst von der NASA bestätigt. Bei einer sehr niedrigen Effektivität sind die Raketenstarts von den heutigen Raketen für eine gewaltige Umweltbelastung verantwortlich. So stößt ein einziger Start einer Rakete so viel Kohlendioxid aus wie das Land Belgien in einer Woche und erzeugt ein Loch in der Ozonschicht so groß wie Frankreich. Dabei beträgt die Nutzlast einer modernen Rakete maximal nur 4,5%. Stellt euch vor, 4,5% ist das, was wir wirklich transportieren wollen und 95% ist das, was verloren geht, ja, weil die ganzen Stufen, die werden ja abgeworfen und die verbrennen einfach dann in der Atmosphäre oder verrosten irgendwo in den Ozeanen. Ja, daher haben die Mitarbeiter der Skyway Technologies so einen angesehenen amerikanischen Portal über Technik und Wissenschaft, das ist dieser Portal Futurism.com,
angeschrieben von den Ideen des Weltraumerschließung von Anatoly Nitsky berichtet. Das Journalistenteam von Futurism.com haben den Standpunkt von Nitsky unter die Lupe genommen, eigene Recherchen eingeleitet und zu demselben Schluss gekommen wie die Befürworter von GTM. Die Weltraumfahrt entwickelt sich zwar rasant heute, jedoch in dem Grundprinzip der Raketentechnik steckt eine große Umweltgefahr und Ineffizienz drin. Einige Standpunkte von Anatoly Nitsky haben die amerikanischen Journalisten nicht zugestimmt, zum Beispiel Notwendigkeit, groß angelegte Weltraumprojekte in der nahen Zukunft einzuleiten. Jedoch haben sie eine wichtige Schlussfolgerung abgeleitet. Hier ein Zitat. Wenn das Endprodukt imstande sein wird, alle Raketen zu ersetzen, die wir im Rahmen des Konzeptes der Weltraumindustrie der Zukunft zum Start vorbereiten, dann wird wahrscheinlich eine Investition in ein einziges Transportsystem, welches keine fossilen Brennstoffe benötigt, sich auszahlen. Ja. So. Nächste Nachricht. Populärer amerikanisch-russischer Schriftsteller Isaac Asimov hat schon vor 35 Jahren die Entwicklung von Spaceware vorhergesagt. Ja, die Denker und Science-Fiction-Schriftsteller waren immer schon ihrer Zeit voraus. So haben sie schon im Jahre 1948 das Mobiltelefon in ihren Büchern erfunden. Ja. 1942 haben die Einparkhilfe für Autos schon erfunden. 1940 die Photovoltaikanlagen, alles viel, viel früher als die technischen und wissenschaftlichen Entwicklung überhaupt zustande war, damit zu halten, ja. Und diese Ideen zu verwirklichen. So waren auch globale Probleme, die Visionäre des 20. Jahrhunderts thematisierten. So hat der populäre russisch-amerikanische Schriftsteller Isaac Asimov vor 35 Jahren, im Jahr 1983, die fatalen Folgen der Zivilisationsentwicklung in einer wissenschaftlichen Prognose geschildert. Er behauptete damals, 1983, dass die Menschheit ein Schimmer der Hoffnung hat, dass bis zum Jahr 2019 die Technologien so weit sind, dass wir die globale Umweltzerstörung rückläufig machen können. Aus seiner Sicht sind es Computertechnologien, Veränderung der Bildungssystem und die industrielle Nutzung vom Weltall, was diesen Umschwung bewirken könnten. So sagte er, dass die kosmischen Strukturen als Garantie für den Weltfrieden gelten. Im Weltall werden Labors und Observatorien entstehen, die unser Wissen massiv vorantreiben werden. Und der allerwichtigste Aspekt nach Meinung von Asimov ist die Industrialisierung des Weltalls und Nutzung von einzigartigen Eigenschaften vom Weltall, wie hohe und niedrige Temperaturen, kosmische Strahlung, Vakuum, Schwerelosigkeit, all das, was uns auch Anatoly Junitsky lehrt. Ja, ich bin mir sicher, dass die Vision von dem Schriftsteller und Wissenschaftler Isaac Asimov vielleicht nicht gerade dieses Jahr, da war er vielleicht zu optimistisch, aber in den nächsten beiden Jahrzehnten in Erfüllung gehen wird. So, der Diskontwechsel der 13. Etappe. Ja, wie bereits zuvor kommuniziert, ist die 13. Etappe in drei Unteretappen unterteilt. Mit jeder Unteretappe wird der Diskont allmählich gesenkt. Diese Maßnahme ermöglicht den Investoren besser, das eigene Investmentportfolio zu planen. Und für das Unternehmen bedeutet es einen gleichmäßigen Investitionseingang. Weil zuvor war es ja so, ja, während der Etappe ja, hat es ein bisschen getröpfelt, aber wenn der Etappewechsel dann vorangekündigt wurde, dann haben alle sofort gleichzeitig investiert. Der Support war überlastet, die ganzen Server hingen und so weiter. Jetzt hat man das aufgeteilt. Und schrittweise werden die Preise erhöht und damit haben wir also gleichmäßigere Auslastung von Personal und auch gleichmäßigeren Investitionseingang. Der Diskontwechsel findet am 10. Februar um 22 Uhr deutsche Zeit statt.
So, noch ein paar Kurznachrichten, weil letztes Mal hat man mich wegen San Bernardino gefragt. Ja, da habe ich ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass zur weiteren Bearbeitung von diesem Projekt braucht man noch viele weitere Verhandlungen. Man braucht Genehmigungen, vor allem seitens des zuständigen Kantons. Das ist ja eine, ja, oh, das ist keine private Organisation, ja, das ist ja staatliche Einrichtung und da geht es nicht so einfach, wie das bei Arabischen Emiraten der Fall ist zum Beispiel, ja. Ja, und man braucht natürlich auch einen unterschriebenen Vertrag, weil das hat sich herausgestellt, oder hat man vielleicht nicht genau kommuniziert. In Wirklichkeit hat man im Ökotechnopark ein Abkommen über Zusammenarbeit unterschrieben. Ja, und wir brauchen auch noch einen Berg-Unicar für dieses Projekt, ja. Und eigentlich, wo wir jetzt uns so gut positioniert haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist von dieser Hinsicht her, weil wir hier auch eine Entwicklung vorantreiben müssen, ein Berg-Unicar, ist es keine priorisierte Richtung für die Entwicklung. Ja, lieber machen die intensiver die Entwicklungen für Arabische Emiraten, da fließt das Geld. ICO, IPO. Die Vorbereitungen für das ICO laufen auf allen Touren. Es wird möglicherweise zwei oder drei ICOs geben und erst danach, nach den ICOs, beginnen die Vorbereitungen zu dem Börsengang. Gestern hat man uns gesagt, dass Anatolij Junicki hat bei der letzten Direktorenversammlung ganz sicher und selbstbewusst verkündet, dass die Finanzierung der Basistechnologie, der Skyway-Basistechnologie schon 2019 beendet wird. Und danach beginnt die Finanzierung der einzelnen Projekte. Also wer noch nicht investiert hat und nicht investiert bis 2000, also bis der Schluss ist, der kann nur in einzelne Projekte investieren. Dann bekommt er auch Dividenden von diesen einzelnen Projekten und nicht von den allen Projekten, was jetzt der Fall ist. Also wenn man in diese Basistechnologie investiert, wir sind jetzt auf der 13. Etappe, da hat man Profit von allen Projekten. Danach wird man nur von einzelnen Projekten Profit haben. So, die nächste Nachricht ist dieses RSSH3, ein neuer Holding der GTI wurde aufgesetzt. Ja, es haben sich ein paar Menschen schon gewundert, die ihre Zertifikate bekommen haben und gesehen haben, da steht RSSH3. Ja, was das ist, das steht hier, das habe ich vielleicht etwas zu klein hier reingemacht, das ist eine Grafik von Wladimir Maslow. Da erklärt er, wie was gemacht wurde. Man hat ja zwei Arten von Aktien. GTI ist das ja, die Muttergesellschaft, die Entwicklungsgesellschaft. Wir befinden uns in diesen RSSHs, also diesen Holdings, die einen gewissen Anteil von den Aktien der GTI haben. Und zwar haben wir immer diese B-Aktien, das sind die sogenannten priorisierten Aktien, oder ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Also es gibt die A-Aktien, das sind die Aktionäre, die sind auch befugt, in Aktionärsversammlungen zu gehen und Stimmen abzugeben, wo die Reise hinführen wird. Und die B-Aktien, die wir alle haben, das sind die Aktien, die wir als Privatpersonen kaufen können, weil A-Aktien können keine Privatpersonen kaufen. Und allgemein, GTI-Aktien können keine Privatpersonen, sondern Institutionen kaufen. Also keine natürliche Personen, sondern juristische. Deswegen hat man diese drei Holdings aufgesetzt. Erstes Mal war das nur das Holding RSSH1. Das hat 15% von den Anteilen der GTI gehabt. Und nachdem man 50% von diesen Aktien verkauft hat, aber mehr darf man nicht verkaufen, sonst darf man keinen Börsengang machen. Also man muss über die Hälfte Aktien frei haben zum Börsengang. Und als man gesehen hat, ja, die Aktien sind weg, dann hat man Anteile, besser gesagt, hat man das nächste Holding aufgemacht, RSSH2. Und das hatte 16,33% der Anteile von GTI. Ja,
Und jetzt ist eben der Zeitpunkt gekommen, wo auch diese Aktien schon aufgezehrt wurden, ja, zu 50%. Deswegen musste man das RSSH3 aufmachen, ja. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Wir bewegen uns voran. Also die Aktien werden gekauft. Ja. Und einige Großinvestoren haben den Willen ausgedrückt, wirklich gut einzukaufen bei Skyway. Und deswegen hat man das vorsorglich schon mal dieses RSSH3 dann aufgesetzt. Ja, das war schon von meiner Seite. Wenn da noch Fragen gibt.